Im Körnerleguminosenanbau werden Erbsen regelmäßig durch die Erbsenblattlaus geschädigt. Aufgrund ihres hohen Vermehrungspotenzials kann die Saugtätigkeit der Blattläuse zu empfindlichen Ertragseinbußen führen. Durch ihre zuckerhaltigen Ausscheidungen, den sogenannten Honigtau, entsteht eine klebrige Blattoberfläche, auf der schwarze Rußtaupilze wachsen und die Photosynthese der Pflanzen reduzieren. Weiterhin gelten sie durch ihre Saugtätigkeit als Überträger verschiedener Viruskrankheiten. Sie besiedelt vorzugsweise junge Triebspitzen, Blätter, Blütenansätze und später auch die Hülsen. Erbsenblattläuse können somit den Ertrag bis zur Hälfte reduzieren. Mit einer Körpergröße von bis zu 4,5 mm zählt die Erbsenblattlaus zu den größten Blattläusen in unseren Kulturen. Sie ist meist hellgrün, mit hellbraunen Gliedern an Beinen und Fühlern und dunkelroten Augen. Auffällig sind die mehr als körperlangen Fühler und die langen Hinterleibsröhrchen, die sogenannten Siphonen. Bei Gefahr kann durch sie ein klebriges Sekret ausgeschieden werden, das vor Fressfeinden schützen soll. Das Schwänzchen, auch Cauda genannt, befindet sich am hinteren Körperende der erwachsenen Tiere. Sie ist lang gestreckt mit 6 Haaren und schleudert die Honigtautropfen vom Körper weg. Geflügelte Blattläuse tragen zur schnellen und flächendeckenden Besiedlung der Bestände bei. Erbsenblattläuse überwintern an mehrjährigen wilden Leguminosen und Futterkulturen. Sie gehören zu den unberechenbarsten Schädlingen, die sich bei günstigen Bedingungen explosionsartig vermehren können. Die geflügelten Blattläuse wechseln von Mai bis Juni vom Winterwirt auf die Leguminosenbestände und bilden bis zum Herbst mehrere Generationen geflügelter und ungeflügelter Blattläuse. Dabei spielt die Jungfernzeugung, auch Parthenogenese genannt, eine besondere Rolle, wobei nur genetisch identische und weibliche Nachkommen erzeugt werden. Die aus dem Hinterleib abgesetzten Blattläuse beginnen sofort mit ihren saugenden Mundwerkzeugen, das Pflanzengewebe zu durchdringen und den zuckerhaltigen Phloemsaft aufzunehmen. Innerhalb einer Woche ist ihre Jugendentwicklung abgeschlossen und weitere Nachkommen können erzeugt werden. Erst im Herbst mit abnehmender Tageslänge werden männliche und weibliche Geschlechtstiere gebildet, die nun winterharte Leguminosen aufsuchen, um sich zu paaren und genetisch aufgefrischte Wintereier abzulegen, die mit ihrer harten Eihülle auch den kältesten Winter überstehen. Vorbeugend gegen einen Befall helfen früh ausgebrachte Strohmulchauflagen, die Landerate der Blattläuse zu reduzieren. Ebenso ist die Nützlingsförderung zum Beispiel über Blühstreifen zu empfehlen. Blühende Wildkräuter locken insbesondere Schwebfliegen an, deren Larven wichtige Blattlausräuber sind. Eine frühe oder sehr späte Saat, die Förderung der Jugendentwicklung, lässt die empfindliche Blühphase weniger mit dem Zeitpunkt der Massenentwicklung der Blattläuse zusammenfallen. Ebenso ist es zu empfehlen, Körnerleguminosen räumlich von Kleegras und Luzerne-Schlägen zu trennen. Neben den Bekämpfungsrichtwerten sollte auch das Nützlingsauftreten in die Notwendigkeit der Bekämpfungsentscheidung mit einbezogen werden. Auch die Pflanzenentwicklung und der zu erwartende Witterungsverlauf sind dabei zu berücksichtigen. 5 Blattlaus-Gegenspieler pro Quadratmeter können in der Regel die Blattlauspopulation effektiv begrenzen. Im konventionellen Anbau gelten 10 bis 15 Blattläuse je Trieb als Bekämpfungsschwelle in großkörnigen Leguminosen. Zur direkten Bekämpfung sind Pflanzenschutzmittel auf Basis von Kaliseife und Neem besonders nützlingsschonend. Zugelassene Pflanzenschutzmittel auf Basis von Pyretrinen und Rapsöl sollten aufgrund der negativen Auswirkung auf Nützlinge sparsam verwendet werden.